man kann schon etwas früher anfangen, so mit 13,5 Jahren und dann hier so den Flugbetrieb kennenlernen und dann mit 14 Jahren beginnt die richtige Ausbildung. Natürlich, man kann jederzeit als Fluggast mitfliegen, aber die richtige Ausbildung darf man eben erst später beginnen. Oh. Grundsätzlich, wie wir das vorhin schon angesprochen haben, sollte man 14 Jahre alt sein, um mit der Ausbildung beginnen zu können. Was ich auch empfehle, das frühestmöglich zu tun. Die Lizenz zuerkannt bzw. die Prüfung kann man dann machen mit 16 Jahren, frühestens. Was muss ich mitbringen? Als allererstes ist es mal notwendig, dass man eine medizinische Tauglichkeit nachweist. Das gibt es ganz normal beim Fliegerarzt. Man bringt mit ein Führungszeugnis, wo drin bestätigt ist, dass man nicht bestraft wurde oder vorbestraft ist. Man bringt mit, ja, ich sag mal, eine gewisse Allgemeinbildung, Interesse für den Flugsport, und dann steht dem eigentlich nichts im Wege. Die Frage ist sehr umstritten. Es gab da von Zeit zu Zeit, gibt es dann in den Zeitschriften immer mal Diskussionen, ab wann sollte ich selbst so weit sein, dass ich aufhöre zu fliegen. Ich bin selbst 62. Für mich steht die Frage irgendwann sicherlich mal. Wir haben Leute gehabt, die sind bis mit 80 noch aktiv geflogen und haben dann entschieden, sie fliegen nicht mehr selbst aktiv. Das heißt, es sieht eben dann so aus, da fliegt ein Vereinsmitglied mit denen, die in der Luft fliegen sie dann selber, aber Start und Landung wird dann von den entsprechenden Piloten durchgeführt. Insofern wird auch den Leuten dann ab dem entsprechenden Alter, man kann die Altersgrenze nicht jetzt sagen, ab 65 oder ab 70 darfst du das nicht mehr, sondern das hängt ja auch, letztendlich muss das jeder für sich entscheiden und hängt von der körperlichen Verfassung jedes Einzelnen ab. Ne? Das ist also nicht so pauschal zu beantworten. Es muss für sich jeder selbst entscheiden, wenn er meint, dass er die Leistungsfähigkeit nicht mehr bringt. Denn es sind ja doch auch Situationen, wo man schnell reagieren muss, und wenn die Reaktionsfähigkeit lässt sich im Alter dann auch ein bisschen nach. Das muss man dann verantwortungsbewusst und sagen, gut, ich fliege nicht mehr selbst aktiv, ich fliege dann mit den Vereinskameraden mit und kann trotzdem das Fliegen genießen. Ja, und stelle somit dann auch für die anderen keine Gefahr dar. Ja. Aber das muss jeder für sich selbst entscheiden. Grundsätzlich besteht die Möglichkeit bei uns, ich sag mal, so eine Schnuppermitgliedschaft zu machen zu bestimmten finanziellen Konditionen. Um einfach mal für 3 Monate reinzuschnuppern in die Tätigkeit des Segelflugzeugführers, und wenn einem das dann gefällt und es sagt einem zu, kann man dann eine richtige Mitgliedschaft wechseln und wird dann ganz normal Mitglied des Fliegerclubs. Zudem haben wir zu bestimmten Terminen im Jahr verschiedene Events. Zum Beispiel hatten wir dieses Jahr einen Tag der offenen Tür, wo dann die Möglichkeit besteht, den Verein, sag ich mal, jetzt ohne nähere Berührungspunkte zu bekommen, einfach mal den Flugzeugpark zu besichtigen, hinter die Kulissen zu schauen. Das ist grundsätzlich möglich. Wir haben jedes Jahr unser Drachenfest, was hier auf dem Flugplatz stattfindet, wo auch die Möglichkeit besteht, den Fliegerclub zu besichtigen. Und wir hatten dieses Jahr erstmalig ein Motorschirmtreffen hier am Platz, wo, ich sag mal, auch die Möglichkeit besteht, in die Fliegerei reinzuschauen. Ach, wir lassen sie einfach.